So Leute, es gibt mal wieder eine Ansage an Alpha Kevin von dem YouTuber Zusaku. Ich habe das Video noch nicht angeguckt, das wird jetzt auch das erste Mal, dass ich es mir reinziehe. Also Ansage an Alpha Kevin, das Remake. Meine super verspätete Antwort an Alpha Kevin. Er hat schon mal ein Ansagevideo an mich rausgehauen. Dann habe ich darauf reagiert und dann hat er gemeint, er muss nochmal was sagen, er muss nochmal irgendwas richtigstellen und klarstellen. Ach, und keine Ahnung, ich weiß nicht, was da alles so passiert ist. Da der YouTuber allerdings immer sehr, sehr langsam redet, würde ich sagen, stellen wir ihn auf 1,5, dass wir das Video auch uns nochmal reinziehen können. Ja. Hallo, quack, quack, quack. Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Mein Name ist Zusaku und es freut mich, dass du heute wieder am Start seid. Heute geht es wieder um Alpha Kevin. Er hat nämlich auf mein Video reagiert und das schon generell positiv. Es könnte natürlich sein, dass das Letzte, was er da gesagt hat zu meinem Video, ironisch gemeint ist. Jedenfalls, als ich mir das angeschaut habe, Ich weiß gerade gar nicht mehr, um was es da so richtig ging. Ja, können wir mal auf 1,25, wo das aufgeht. Ja, ein paar Sachen aufgefallen, ein paar Kritikpunkte und zwar gegen mich selber. Also mir schon aufgefallen, dass vieles, was ich gesagt habe, einfach falsch verstanden wurde oder dass du nicht mehr wusstest, worum es mir ging. Und ja, daran muss ich noch leider arbeiten. Aber bevor es losgeht, es gibt eine Sache, die ich an Alpha Kevin kritisieren muss. Wenn du das nächste Mal auf mich reagierst, dann tu mir bitte einen Gefallen und fang schneller an, bitte. Du hast keine Ahnung, wie ich die ganze Zeit gewartet habe und am Zittern war, bis du endlich mal auf Play drückst. Bro, vielen Dank für 10 verschenkte Subs. Fang doch endlich mal an! Na dann, fangen wir mal mit dem ersten großen Punkt an. Ja, gut, ist ein Livestream, da gehe ich natürlich auf den Chat ein und sowas, ne, und nicht die ganze Zeit nur aufs Video, deswegen rede ich auch mit meiner Community. Das ist der Hauptpunkt in meinen Livestreams ist, mit meiner Community zu interagieren und nicht nur Videos anzuschauen. Ne? Das nur mal dazu, weil das öfteren gesagt wurde. Deswegen mache ich jetzt hier ein Reaction-Ding, ja, ich reacte jetzt hier drauf. Jetzt gibt's gerade keinen Livestream, dementsprechend keine Leute können jetzt hier dazwischen rein sappen oder so, wo ich dann sage, ey, danke, danke, danke. Ja, deswegen sind diese Reactions jetzt hier relativ ruhig, was das angeht, ja, let's go. Ich bin ein Meinungsblogger, der sagt, dass ich auch meine Meinung in meinem Video sage, dass ich auch sehr subjektiv bin. Und dann sage ich in meinem Video, ich finde es nicht schön, wenn Leute Fake-Reactions machen oder irgendwelche, keine Ahnung, die spielen halt ihr Verhalten. Und der sagt, ja, ist es aber schlimm, die unterhalten doch damit. Ne, aber mich unterhalten die damit nicht, ja, es geht um mich, ich find's scheiße. Alpha Kevin hat so reagiert, weil ich gesagt habe, es ist objektiv gesehen nichts Schlimmes, wenn jemand, ich sag mal, etwas vorspielt, schauspielert, weil er damit niemanden schadet. Der Grund, warum ich das gesagt habe, war, weil ich eine Sache im Kopf hatte. Ich wollte einfach mal ein objektives Video zu der ganzen Thematik machen, weil es mich schon länger gestört hat. Demzufolge ich das. Jetzt die Frage, war es wirklich ein objektives Video? Ja, jein, also ich kann Ihnen da zum Teil zustimmen, diesem objektiven Video. Erstmal dieses objektive Video ging bloß darum, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit sage, ey, dieses Video ist absolut beschissen oder du bist beschissen oder so, ne, dass ich da jetzt dass ich da extrem subjektiv reagiere, sondern dass ich halt eher aus objektiver Sicht beide Seiten beleuchte. Aber in diesem Video geht es unter anderem auch darum, und da gibt es ja auch noch so einen Zwischenteil, wo ich dann sage, ja, meine Meinung ist das und das, und da kann ich ja nochmal ganz klar abgrenzen, ey, hier wird subjektiv und ansonsten ist es relativ objektiv gehalten. Also das nur kurz dazu. Nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Scheiße, ich habe ein subjektives. Ehrlich jetzt, wenn du das weggelassen hättest mit dem Objektiv und nur das gesagt hättest. Aber ich kann es verstehen, weil das Objektiv könnte man auch darauf beziehen, dass das ganze Video von vorne bis hinten nur objektiv ist. Also von daher kann ich auch die Kritik da komplett einsehen. Ja, hätte ich vielleicht eher differenzieren sollen, hätte ich sagen sollen, ey, hier, bis hierhin ist das Video objektiv, jetzt kommt meine Meinung subjektiv. Ich wäre noch einen Einspieler reinnehmen sollen, können, keine Ahnung. Also den Punkt kann ich irgendwo fühlen, den Punkt kann ich trotzdem noch komplett einsehen, dass er das kritisiert, weil ich habe es in meinem Video sogar als objektiv tituliert. Ist halt ein Fehler von mir. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich stehe voll und ganz hinter diesem Video und das widerspiegelt auch wirklich meine eigene Meinung zu dieser Thematik. Dann hätte ich vermutlich kein Video gemacht und das Video würde nur 5 bis 10 Minuten gehen. Oh, das wäre echt schön, wenn es nur so kurz wäre. Ja, ich hatte eine Erwartungshaltung gehabt, dass das Video wirklich mehr objektiv wäre. So wie damals mit Aaron Troschke, als er ein kritisches Interview geführt hat mit der Bild-Zeitung mit richtig kritischen Fragen. Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat das geglaubt damals? Ich. Jedenfalls hatte Alpha Kevin diesen Punkt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich kann es im Nachhinein wirklich verstehen, warum. Das Ding ist, solche Videos zu machen, das ist noch ziemlich neu für mich und ich muss das noch üben. Nicht auf den heißen Brei reden, auf den Punkt bleiben, bessere Erklärungen machen, Wörter benutzen und so weiter und so fort. Deshalb jetzt das Remake. Fangen wir einfach wieder von vorne an. Alpha Kevin hat gesagt, er hat ein objektives Video gemacht. Ich bin da anderer Meinung. Ich gebe euch jetzt 3 Beispiele. Clip Nummer 1. Einen Streamer einfach sowas von unauthentisch und das finde ich halt einfach sehr schade. Aaron, wer das jetzt immer noch abstreitet, dass es gespielt ist, weil einige auch unter den Clips gesagt haben, oh, das ist ja so lustig. Der hat wirklich eine absolut rosa-rote Brille auf und checkt gar nichts im Leben. Clip Nummer 2. Denn so kann ich mir persönlich kaum Streamer geben, ohne den Gedanken zu haben, dass sie mir schon wieder irgendwas schauspielern. Und glaub mir, es gibt noch unzählige Clips, bei denen man ebenfalls sehen kann, dass Leute sich bewusst verstellen. Und jetzt kommt Clip Nummer 3. Oh Gott, das ist weird. Hey,
Ihr habt mir doch gesagt, die Kamera wäre aus gewesen. Alpha Kevin, das bleibt doch unter uns, nicht wahr? Oh, Bruder. Jedenfalls. Es ist schon leichter Cringe auf jeden Fall an der Stelle. Aber ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich brauche es eigentlich nicht nochmal sagen. Ja, dieses Objektiv, dass ich das erwähnt habe, war wahrscheinlich falsch oder ist falsch in dem Moment gewesen. Es ist halt subjektiv. Ne? Auch wenn du sagst, ja, das und das ist offensichtlich gespielt, geschauspielert und sowas. Es gibt trotzdem immer Leute, die dann sagen, ja, nee, aus der Perspektive sehe ich es aber nicht so, als wäre es geschauspielert und so. Weil wenn du es nicht 100% beweisen kannst, dass es geschauspielert ist, dann kannst du das jetzt nicht wirklich eindeutig bewerten. Ist einfach so und ja, gebe ich recht. Sehe ich meinen Fehler ein. Andere Beispiele, schaut euch einfach das Video an, ja? Hm? Tut ihr das? Also, Alter, ey, das Video hat doch irgendwie... Jedenfalls, es gibt noch andere Beispiele, schaut euch einfach... Es hat 103.000 Aufrufe. Ey, es ist ja von den letzten Monaten mein wahrscheinlich best aufgerufenes Video. Sehr, sehr krass. Und dieser eine TikToker, der zwei Menschen überfahren hat, das hat auch knapp 100.000. Das ist aber krass auf das jeden Video Fall. Das Video an, ja? Hm? Tut ihr das? Also, Alpha Kevin, bist du immer noch der Meinung, dass es ein objektives Video war? Dann klicke jetzt auf Ja oder Nein. Der nächste Punkt ist die Sache mit dem... Nein. 100% objektiv sein. Was ich eigentlich damit meinte, ist einfach nur so gut, wie du kannst. Nicht mehr und nicht weniger, nur so gut, wie du kannst. Also zum Beispiel 90% Persönlichkeit und 10% Objektivität. Es zumindest versuchen. Also es gibt natürlich Themen, wo man nicht mal 1% objektiv sein muss. Aber es gibt aber auch andere Themen, da sollte man es schon zumindest versuchen. Es ist jetzt so offensichtlich geworden, wie es noch nie war. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee, geht's nicht. Das ist meine ehrliche, eigene Meinung. Und die kann ich auf meinem YouTube-Kanal so teilen, wie ich das möchte. Oder Alpha Kevins Impfvideo. Okay, hab ich nicht verstanden. Jetzt die Frage, ist es wirklich so schlimm, dass Alpha Kevin einfach so seine Meinung sagt, wie zum Beispiel in diesem Impfvideo? Ich finde, ja. Es gibt ja den einen oder den anderen Grund, warum du das Video wieder runtergenommen hast, obwohl du nur deine Meinung gesagt hast. Deshalb bin ich immer noch nach wie vor der Meinung, dass ein Meinungsblogger wie Alpha Kevin schon in seine... Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr verspätetes Video, weil dieses Video ist ja schon relativ alt, ne? Auch dieses Impfvideo. Also ich bin selber geimpft, ja, weil einige mir immer noch vorwerfen, ey, du bist nicht geimpft, bla bla. Nein, ich bin selber geimpft. Ich sehe trotzdem die ganze Corona-Politik generell sehr, sehr, also trotzdem relativ kritisch an. Nicht wegen dem Impfthema und Corona-Thema so an sich, aber die ganzen Einschränkungen, die immer wieder getroffen werden, zurückgezogen werden, jetzt wieder neu dazukommen und so weiter. Es ist alles so verwaschen und ich finde es trotzdem absolut nicht okay. Also, guck mal, jetzt gibt es eine 2G-Regel, das heißt, die Leute, die nicht geimpft sind, die werden einfach ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Finde ich persönlich immer noch absolut kritisch. Das, was ich gesagt habe mit, da könnte Depression eine Wirkung sein oder eine Auswirkung sein, eine Nebenwirkung sein, ist totaler Bullshit gewesen. Ne? Deswegen habe ich das Video offline genommen. Hätte ich das nicht gesagt, hätte ich es wahrscheinlich auch online gelassen, weil es wäre mir dann auch scheißegal gewesen, da wäre jetzt keine falsche Info gewesen. Weil das Video an sich war ja trotzdem nichts Falsches und nichts Schlechtes. Nur die Beispiele, die ich mit reingebracht habe, die waren halt tot. Also die waren im Nachhinein auf jeden Fall komplett schlecht. Aber ansonsten, die Punkte, die ich trotzdem aufgezählt habe, und dort habe ich zum Beispiel gesagt, man soll alle Ansichten akzeptieren. So, wenn jemand aus einem guten Grund sagt, er lässt sich nicht impfen, dann ist das in Ordnung, dann soll man das lassen. Wenn aber jemand sagt, ey, hier, ich lasse mich impfen für die Gesellschaft, so ist auch okay. So, man sollte aber beide Seiten akzeptieren. Ich stehe immer noch so dahinter, dass ich sage, ey, wenn da jemand jetzt nicht geimpft ist und ich bin geimpft, dann sage ich nicht, Alter, du musst dich jetzt impfen lassen, weil ich bin ja schließlich auch geimpft und ja, du musst, so auf diesen Zwang. Ja, und dieses darauf habe ich auch keine Lust. So, ich finde es nicht in Ordnung. Jeder soll sich impfen lassen, wie er möchte. Und es ist schließlich der Körper von denen. Ja, und die müssen damit entscheiden, was sie damit machen. Videos ein bisschen Objektivität einfließen lassen sollte. Vor allem steht man dann besser da, wenn man einen Fehler gemacht hat oder falsch recherchiert hat oder sonst was. Und sich natürlich hinterher entschuldigen muss. Also man steht da auf jeden Fall besser da. Ich glaube schon, dass ein Impfvideo viel besser rübergekommen wäre, wenn da ein bisschen mehr Objektivität drin wäre. Ach, sag die bloß. Die Zuschauer hätten auch besser verstanden, dass es dir wirklich nur... Das ist immer so... guck mal, ich habe sogar schon ein Video dazu gemacht, wo ich das nochmal gerade gerückt habe. So, und jetzt kommt nochmal... Also ja, also da wäre jetzt Objektivität echt besser gewesen. Ist ja nicht so, dass ich das selber... Also was bringt mir jetzt die Kritik, wenn ich die Kritik ja schon selber gesehen habe, wenn ich sogar selber mich schon dafür entschuldigt habe und es eingesehen habe? Also was bringt jetzt die Kritik? So, das macht keinen Sinn. Also es ist wirklich, dieses Thema ist ja abgehakt. Dass er den Punkt nochmal hier aufgreift, ist im Prinzip hinfällig, weil, ja, wir haben es ja schon mal gehört. Also wir wissen ja jetzt nun, dass ich es schon eingesehen habe. Deswegen bringt die Kritik jetzt nichts mehr, weil es ist ja schon getan. Ich glaub, beide Seiten gleichermaßen zu zeigen. Jetzt zu dem hier. Ich hab's nicht mal als Tatsache hingestellt. Ich hab sogar selber gesagt, dass es für mich persönlich sieht das übel gefaked aus. Es stimmt. Du hast nie gesagt, dass Rezo zu 100% das gefaked haben muss. Aber man kann mit anderen Worten oder die Art und Weise, wie man etwas rüberbringt, schon in diese Richtung lenken. Nein! Ja, safe ist safe auf jeden Fall. Ersten Tipp, sage ich immer, sucht euch eine Theatergruppe, einen Theaterkurs oder eine Theater-AG. Ja, da ist man auf jeden Fall besser aufgehoben, wenn man richtige Schauspielkünste zeigen möchte. Aber das ist halt offensichtlich gespielt und ich finde, das macht einen Streamer einfach sowas von unauthentisch. Ja. Und das finde ich... Hier beziehe ich es auch auf alle.
ne, dass das alle so sehen müssen, dass es ja offensichtlich gespielt ist. Ich persönlich finde, wenn ich mir den Clip angucke, sieht das totes Geschauspieler aus, ist einfach wirklich so, weil er erst den Kuchen um an sich hält und mal wegfallen lässt. Wie gesagt, das Thema ist auch schon durch, ich habe mit Reese auch drüber geschnackt und so, auch wirklich totes sympathischer Typ, ne, wir hatten dann nochmal kurz telefoniert darüber und er hat auch nochmal gemeint, nee, es ist nicht gefaked, es sieht aber wirklich gefaked aus, also er hat selber gemeint, dass es halt wirklich krass gefaked aussieht, ne, also der kann mich da auch verstehen. Ich habe gesagt, so, ich werde das in einem zweiten Video, by the way, ich habe mich dafür auch schon gerechtfertigt, ja, oder beziehungsweise habe mich dafür entschuldigt und gesagt, hier, ich wollte es gar nicht so als Fakt darstellen, sondern ich wollte es einfach nur so darstellen, dass man daran zweifeln könnte, und habe nochmal seine Sicht erläutert. Also eigentlich macht der Punkt macht auch keinen Sinn mehr. So, er nimmt jetzt praktisch mein erstes Video zu der ganzen Thematik, nimmt er jetzt gerade eben in sein Video auf, will mich dafür kritisieren, obwohl ich schon alles, aber wirklich schon alles auf YouTube schon selber eingesehen habe. Ne, weil da aus seiner Perspektive, aus Reese's Perspektive, ist das vielleicht nicht geschauspielert. Vielleicht ist es auch nicht geschauspielert, aber es sieht halt einfach krass danach aus. Und es war ausgerechnet in einer Zeit, wo halt wirklich viele Leute immer diese Memes genutzt haben. Ist halt einfach sehr schade. Du hast mehrmals gesagt, ich denke, ich meine und du weißt, wovon ich rede. Und ja, ein Richter, der würde darauf achten, aber die Zuschauer, das darfst du ja auch nicht vergessen oder das weißt du auch, bewerten ein Video natürlich nach anderen Maßstäben, nicht so wie ein Richter, sondern wie ein Zuschauer halt. Und es ist schon sehr oft vorgekommen, dass ein YouTuber oder irgendjemand von den Zuschauern einfach falsch verstanden wurde. Na gut, wir brauchen aber trotzdem ein richtiges Beispiel dafür, damit ihr wisst, was ich meine. Und wir nehmen einfach mal Buri. Ich habe nie behauptet und habe auch nie gesagt, du bist ein Nazi. Oder du bist ein Rassist. Also, wenn die Informationen immer noch aktuell sind, stimmt das schon. Buri hat nie gesagt, dass du ein Rassist bist oder ein Nazi. Er hat aber, mit der Art und Weise, wie er was gesagt hat, dich... Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube... Ja, er hat nicht genau den Wortlaut gesagt, du bist ein Rassist. Sondern ich glaube, nachdem er auf mich reagiert hat mit seinen vier Reactions und er hat dann diese Videos eingeblendet, wo ich irgendwas mit Kanaken-Army und sowas gesagt habe, ich glaube, dann hat er gesagt, ja, man kann schon deuten, dass in welche Richtung es geht. Also, er hat es so verpackt, dass die Leute natürlich sehen, ja, also, dass es nur auf diese eine Sicht hinzudeuten ist. Und wie gesagt, ja, das ist bei meinem Video genau das Gleiche. Ja, ich habe auch gesagt, hier, wer das nicht sieht, der ist ja komplett blind und sowas. Aber wie gesagt, ich habe schon mein Video, ein Video danach, habe ich ja schon meine Kritik eingesehen, habe gesagt, Alter, ja, es stimmt. Man könnte es aus der Perspektive auch so sehen, dass Reese nicht geschauspielert hat. Also letztendlich habe ich ja schon meine ganze Kritik zu den beiden Themen, zu den beiden Videos, habe ich schon eingesehen. Und es macht keinen Sinn darüber, im November, am 8. November, ein Video aufzunehmen. Es ist wirklich komplett sinnlos. Die schon in so eine rechte Ecke gedrängt. Und es könnte sein, dass der eine oder andere Zuschauer das glaubt, was Buri sagt, und das als Tatsache sieht. Oder wenn ich sage, in meinen Augen ist das so, da sichere ich mich ab, auch rechtlich sichere ich mich da ab. Das mache ich derzeit wirklich immer so. Zurück zum dem hier. Also ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher, dass du dich damit zu 100% absicherst. Einer der Gründe, warum ich im alten Video gesagt habe, dass du die Möglichkeit offen lassen solltest, ob jemand was getan hat oder nicht, ist, weil du dich damit besser absichern kannst, also doppelt absichern, denke ich mal. Also zwei gute Beispiele ist zum Beispiel der erste Beispiel mit Rezo. Da hast du seine Seite dann auch gezeigt und damit die Möglichkeit offen gelassen, dass auch anders sein kann. Oder so wie KuchenTV das macht. Was wirklich die Gründe sind, kann man natürlich nicht wissen. Vielleicht ist Knossi tatsächlich auch jetzt erst aufgewacht, was ich wie gesagt aber ein bisschen komisch finde. Ich finde aber, egal welchen Grund das jetzt hat, richtig gut, dass er halt damit aufhört, denn Glücksspiel ist halt nun mal Abzocke. Also da sagt KuchenTV genau das, was er denkt, aber er lässt die Möglichkeit offen, dass es auch anders sein kann, auch wenn diese Möglichkeit ziemlich unwahrscheinlich ist. Also, du würdest dich damit einfach doppelt absichern für das Rechtliche. So, der nächste Punkt ist die Sache mit dem netter sein. Okay. Und ich finde es wirklich cool, dass du gesagt hast, dass du schon ein bisschen lockerer sein kannst. Aber das Ding ist, ich habe nochmal darüber nachgedacht und vielleicht bin ich einfach viel zu nett. Das war schon immer gewesen und vielleicht wird es wirklich mal Zeit, andere Seiten aufzuziehen. Dass ich einfach mal aufhöre, ein Weichei zu sein und einfach mein harter Typ. Bitte, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Herzlich willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Oh! Wow. Die Sache ist, das Internet ist nun mal ein hartes Pflaster und wenn du den Weg des Influencers gehst, dann brauchst du auf jeden Fall ein dickeres Fell. Deshalb, Alpha Kevin, steht es dir natürlich zu, emotionaler zu werden, aber wenn du übertreibst, kann es passieren, dass du jemandes Gefühle verletzt. Ob man das tun sollte oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ach ja, fast vergessen, es gibt eine Sache, die du vielleicht auch weglassen könntest, zum Beispiel das hier. Aaron Gernas jetzt immer noch abstreitet, dass es gespielt ist, weil einige auch unter den Clips gesagt haben, oh, das ist ja so lustig. Der hat wirklich eine absolut rosa-rote Brille auf und checkt gar. Er blendet aber auch die Clips dreimal ein und bezieht sich dreimal auf einen und denselben Clip. So, das ist halt wirklich... Es macht, also wirklich, dieses Video macht in meinen Augen gerade absolut keinen Sinn, weil ich mich dafür schon, für dieses Video habe ich sogar noch ein Video hochgeladen. Nicht zum Leben. Es ist auch ein krasser Gegenspruch zu dem hier. Aber ich muss natürlich an der Stelle sagen, ich akzeptiere auch jede Meinung, die in den Kommentaren teilweise geschrieben wurde oder die mir persönlich auch noch zugetragen wurden. Von daher ist alles cool, schreibt doch gerne andere Ansichten in die Kommentare, weil somit sehe ich ja auch andere Blickwinkel, was ja auch irgendwo mein Ziel von meinem Video war. Also im Grunde sagst du, hey,
Es ist vollkommen okay, wenn du eine andere Meinung hast. Und ich respektiere das natürlich. Aber deine Meinung ist einfach bescheuert. Jedenfalls, im Leben geht es ja nun mal nicht darum, seine eigene Meinung durchzusetzen, sondern es geht ja eher darum, einen Kompromiss zu finden, womit alle leben können. Die Art und Weise, wie du das mit Wieso geklärt hast, ist schon ein guter Kompromiss gewesen und das ist, finde ich, optimal. Solange er nicht die Ausnahme war und bei jedem anderen sagst du nein. Einfach den Leuten irgendwie entgegenkommen, weil es dir ja nicht darum geht, jemanden schlecht zu machen. Jetzt so einen kurzen Punkt mit dem Alpha Kevin Kuchen TV und den Beweisen. Das Problem ist, ich liege doch jetzt nicht einfach alle Anwaltssachen, was ich von denen schon gehört habe. Das liege ich doch jetzt nicht, weil die Personen wollen das vielleicht gar nicht. Wenn das stimmt, dass du Beweise hast, dann es tut mir leid und ich nehme meine Aussagen zurück. Aber ich hoffe da auf dein Verständnis, ja, dass ich dann noch ein bisschen Rechtszweifel habe, so wie bei dir zu Wieso. Aber ich will immer noch wissen, wer recht hat, du oder Kuchen TV. Es würde mir einfach reichen, wenn du ihm privat die Beweise vielleicht zeigst, geht das? Und er dann sagt, ja, Alpha Kevin hat recht, das würde mir reichen. Ja, also ich habe viele Erzählungen über die letzten Monate und Jahre bekommen über die ganzen Anwaltsthematiken und wer da schon alles Anwaltsschreiben bekommen hat von einer gewissen Person und deswegen habe ich dazu aber jetzt nichts weiter gesagt, weil ich nicht leaken möchte, wer welche Anwaltssachen bekommen hat, Anwaltsschreiben bekommen hat für unnötige Sachen unter anderem. Ja, ja, keine Ahnung, so, ich sag's ja extra so, ich möchte es nicht leaken und dementsprechend leak ich es ja auch nicht. So, auch wenn jetzt Zazuka oder wie er heißt sagt, ja, leak's doch bitte und den Zusaku, ja, leak's doch bitte. Nee, mache ich eben nicht, ja. Aber es hat schon seinen Grund, warum ich das nicht mache. Weil die Leute das halt nicht wollen. Ich will es wirklich wissen. Jetzt zum Schluss. Das ist jetzt keine wirkliche Kritik, sondern eher eine Frage. Du hast das hier gesagt. Es zeichnet es auch manchmal aus, einfach mal straight up seine Meinung zu sagen, ohne jetzt Angst zu haben, dass jetzt wieder jeder Zehnte rumheult und sagt, wie schlimm das ist und bla bla. Einfach mal straight up seine Meinung raushauen. Und das macht's, keine Ahnung, ich feiere das auch bei anderen YouTubern. Wenn ich sehe, ey, die haben keine Angst davor, dass jetzt hier irgendwelche Leute so extrem schlimm drauf reagieren, was weiß ich, sondern dass sie sagen, ist mir scheißegal, das ist meine Meinung und die möchte ich vertreten und wenn es halt bei vielen aneckt, dann ist das so. Seit wann hast du diese Meinung? Schon immer? Oder seit kurzem? Stehst du immer noch dahinter? Also Kuchen TV zum Beispiel ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass er genau das macht, was du da gesagt hast und einfach frei Schnauze sagen, was er denkt, egal ob jemand böse wird. Das Ding ist, du hast dich mehr oder weniger wegen dieser Art bei ihm beschwert. Also schade eigentlich, ich hatte mich da wirklich mehr von dir erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Nein, eine ist doch eine persönliche Ebene. Das eine ist eine YouTube-Ebene, das andere ist mehr oder weniger eine persönliche Ebene und deswegen ist das nochmal anders wahrzunehmen. So ist doch jetzt eine ganz andere Thematik, ob mich jetzt jemand, keine Ahnung, als Schwachmat hinstellt, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, dann geht mir das gar null nah oder so, da ist man dann auch null emotional, denkt man so, okay, da labert der halt die Scheiße. Wenn du aber das von jemand hörst, der immer cool mit dir war und Videos mit einem gemacht hat und alles war stabil, dann ist das eine ganz andere Thematik, ja. Egal, ob man da frei Schnauze ist oder sonst irgendwas, so, das ist trotzdem immer ein Unterschied, ob man privat cool ist und man schon einiges miteinander gemacht hat oder ob es ein Fremder sagt. Ne? Also den Punkt kann ich jetzt direkt schon mal so ein bisschen absprechen an der Stelle. Ich dachte eigentlich, dass wir halt cool miteinander sind und nicht öffentlich uns als Lutscher bezeichnen. Ich meine, what the fuck, warum? Warum bist denn du so toxisch gegen mich eingestellt, obwohl wir eigentlich cool miteinander sind? What the fuck, habe ich irgendwas verpasst? Was auch leider zu diesem Beef geführt hat. Mittlerweile hast du ja gesagt, du warst so emotional und KuchenTV hat auch gesagt, er versucht netter zu sein, wenn er auf dich reagiert. Aber ist es nicht so, wenn KuchenTV viel netter auf dich reagiert oder mehrmals nachdenkt, bevor er was sagt zu dir über dich, ist es nicht so, dass er was vorspielt? Einfach gesagt, einfach eine nettere Rolle spielt und sich. Er muss ja nicht deswegen netter sein oder eine nettere Rolle spielen, vielleicht einfach Zwischenbemerkungen weglassen. So. Ne, manche Videos fand ich von KuchenTV jetzt auch nicht so stabil. Ne, habe jetzt auch nicht gesagt, ey, so schlecht geworden, so, da würde ich auch direkt ein Video gegen dich machen und so. Ne, würde ich persönlich auch nicht sagen. Wie gesagt, die Thematik ist jetzt eh gegessen. Für mich ist das komplett durch, das ganze Thema. Ne, mit Tim verstehe ich mich. Wir schreiben der Meinungsbloggergruppe ganz noch ziemlich aktiv und fertig ist. Ne, jetzt privat schreibe ich auch nicht weiter, aber ansonsten ist das so wie vorher, sage ich mal. Deswegen will ich jetzt gar nicht nochmal irgendwie ein Fass aufmachen. Ich weiß auch nicht, warum man das Thema jetzt wieder behandelt. So wie gesagt, die ganze Thematik, die wurde sogar auf meinem Kanal schon öfter behandelt und habe schon oftmals angesprochen und ich glaube, meine Leute wissen auch Bescheid, wie ich jetzt dahinter stehe und was ich dazu sage. Dass er das jetzt nochmal aufrollt und sagt, ja, aber das ist doch so und so oder das so und so, das bringt mir ja jetzt nichts mehr. So, also die Kritik an mich ist eigentlich an der Stelle komplett unangebracht, weil die Kritik habe ich schon eingesehen. So, ich bin schon fertig mit dem Thema. So, das ist wie, wenn schon eine Sache komplett vorbei ist und dann sagst du, aber so und so ist es. Aber das ist wirklich, also so und so ist es aber. Obwohl das schon längst fertig ist, das ganze Thema. Zurücknimmt? Ist das nicht das, was du nicht leiten kannst, wenn jemand eine Rolle spielt und den Zuschauern was vorspielt? Du hast damals wirklich irgendwie versucht, KuchenTV ein Blatt vom Mund zu legen mit der Rede, dass man unter Kollegen und Freunden das nicht macht. Also du findest es ja, cool, richtig, wenn Menschen einfach frei Schnauze sagen, was sie denken, egal ob Konsequenzen oder dass jemand böse wird. Aber wenn es einen Kollegen trifft, dann nein, dann darf man das nicht machen. Ja. Das für mich was heißt darf? Was heißt, man darf es nicht machen? So, wenn man vielleicht cool miteinander ist, sollte man vielleicht entweder direkt irgendwas privat sagen oder ein bisschen harmloser etwas sagen, formulieren.
So, weil man will, ist ja trotzdem eigentlich cool miteinander. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja trotzdem nochmal eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Thematik. Also sehe ich so zumindest so. Ne? Es gibt auch Leute, die haben gesagt, ist doch gut, wenn ein Kumpel dann auch mal sagt, dass er abgefuckt ist von einem Video und dass er das so scheiße findet und so. So reg dich doch nicht drüber auf. Ich denke aber so, ja, aber wenn ich doch cool mit jemandem bin, ne, du musst mir jetzt nicht die ganze Zeit am Sack hängen und sagen, ey, wie toll das Video ist, du kannst es ruhig kritisieren, aber du musst ja nicht beleidigend sein oder so. Das war bloß meine Sache an der ganzen Thematik. Ich weiß jetzt, wie ich das aufnehme, wenn Tim sowas sagt, das ist für mich jetzt nicht mehr das Problem, aber zu der Zeit war ich emotional geladen, was das anging, weil ich mir so dachte, ey, uncoole Aktion, fand ich nicht korrekt. Jetzt wirklich, jetzt meine Frage, ist es okay, dass man das zu Kollegen macht oder nicht? Weil nehmen wir mal an, mein Kanal startet richtig durch, aus Gründen, die ich nicht nennen kann, und wir beide zusammen machen vielleicht sogar wieder zusammen und werden Kollegen, Freunde oder Liebespaar, und da will ich schon gerne wissen, darf ich direkt sein zu dir, wenn ich mal auf deine Videos reagiere oder ein Video über dich mache, oder soll ich mich eher zurücknehmen? Das ist halt die Frage, die mich verwirrt, weil ich will halt kein Beef machen. Ja, ich sag's jetzt mal so. Okay, pass mal auf, vielleicht versteh das dann nochmal. Also, wenn ich jetzt auf Baku reagiere, und ich finde das Video von Baku echt scheiße, dann sage ich, dass ich das nicht so nice fand, dass ich das anders sehe und so weiter, aber ich sage nicht, Baku, das Video ist so beschissen, dass ich direkt ein Video dagegen machen würde, wenn wir uns nicht kennen würden, dann würde ich direkt ein Video gegen dich machen. So, das ist eine andere Thematik, als wenn ich dann sagen würde, ey, hier Baku, ich finde das jetzt nicht so nice, das Video, aber vielleicht dann im nächsten Video sieht es besser aus. Beispielsweise, einfach so, weil mein Kollege miteinander ist. Und das ist doch bloß die Thematik gewesen. Mir ging es doch gar nicht um irgendwas anderes, dass er jetzt nicht mehr seine Meinung frei äußern darf oder so. Oder dass er jetzt nicht mehr irgendwelche Leute beleidigen darf oder schlecht machen darf und so. Nee, das ist mir scheißegal. Es war doch bloß zu der Thematik, hat es mich natürlich selber ein bisschen abgefuckt, weil wir schon eine Vergangenheit miteinander hatten. So. Und das ist doch eine ganz andere Geschichte. So ist doch was ganz anderes, als wenn ein Freund zu dir sagt, dass er dich scheiße findet, als wenn das ein Fremder zu dir sagt. Ein Fremder, das juckt dich doch nicht. So. Und ja, Sasuke oder Tsusaku oder wie du heißt. So, wenn wir jetzt miteinander befreundet sein würden und du würdest das sagen, würde ich es auch nicht cool finden. So, weil du sagst in der Öffentlichkeit, dann sag doch mir das persönlich, dass du das Video einfach scheiße findest. Oder du kannst auch sagen, dass du das Video scheiße findest, aber der Ton macht oftmals die Musik und darum ging es mir. Wie kein Beef anzettel wie bei dir und GuckenTV. So, das war's von mir. Ich habe ein paar kleinere Punkte weggelassen, weil ich einfach mal endlich mal möchte, dass das Video mal kurz wird, also nicht zu lange. Und ich hoffe, ich konnte mich verständlicher ausdrücken, damit ihr mich auch besser versteht. Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Es wurden halt jetzt wieder Sachen von früher oder von vor 2 Monaten aufgegriffen, die schon längst durch sind. Also was jetzt auch gar keinen Sinn mehr macht. Aber ja, es ist nun mal so, Tsusaku, keine Ahnung. Weiß ich, was ich dazu sagen soll. Ich denke, ich habe das meiste jetzt schon gesagt. Ich habe jetzt kein Problem mit ihm oder so, aber das Video ist halt wirklich relativ unnötig gewesen. Dann, ja, keine Ahnung. So, weil das meiste wurde ja schon, oder habe ich ja schon als Kritik aufgenommen und geändert und gebessert. Genau, das nur dazu. Lasst gerne eine Bewertung da und ja, macht's gut. Kuss.